Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal-Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema die typische Krankheit von vielen Krafttrainingssportlern. Und zwar die Schulter. Ganz oft, sehr oft, eigentlich viel zu oft, erlebe ich es natürlich bei manchen schon relativ früh, bei manchen natürlich auch erst gegen Ende ihrer Laufbahn, beziehungsweise des Endes Laufbahns ist dann die Schulterproblematik, weil natürlich über Schultergelenk, Brustübungen, Schulterübungen, Trizepsübungen und so weiter ist immer Schultergelenk mit dabei, wo belastet wird, und so natürlich auch ein Gelenk, seht ihr ja, was ihr mit dem alles machen könnt. Und es ist ein sehr sensibles Gelenk, genau aus diesen Gründen muss man mit dem Teil natürlich vorsichtig sein. Und natürlich eben, was sehr häufig vorkommt, ich zeige es euch von der Seite, das ist das hier. So, ich übertreibe es mal, Schulterdachkippung. Hier, das Schulterdach ist nach vorne gekippt. Sehr oft natürlich auch eben einfach praktiziert, beziehungsweise kommt es davon, weil natürlich einmal zwischenzeitlich viele Menschen im Büro arbeiten, sehr stark sitzend tätig sind, und da hat man die sogenannte energetische Schulterhaltung. Man sitzt immer mal so am Rechner, weil der Körper Energie spart. Liegt vielleicht auch daran, weil natürlich nicht anständig gegessen wird und der Körper Energie einsparen muss, weil er nicht genügend da hat, weil nicht gefrühstückt wurde zum Beispiel. Weil nicht darauf geachtet wird, was gefrühstückt wird, und weil natürlich in der Hektik Mittag gegessen hat und der Körper auch Energie, auch beim Sitzen, und dann sagt er, okay, so können wir Energie sparen, so kostet uns keine, also hängen wir in den Seilen. Einmal eine Möglichkeit, und natürlich die Kombi noch aus dem Krafttraining raus, wo eigentlich sehr viele sehr stark einseitig trainieren, den sogenannten Diskomuskel, die Brust und den Bizeps, vor allem natürlich auch sehr stark die Brust. Und das führt natürlich dazu, dass man eigentlich ein Ungleichgewicht kriegt, dass natürlich die Brust immer kräftiger wird, die zieht ein Stückchen nach vorne, dann haben wir unten Latissimus, der noch dazu mit dieser energetischen Haltung dazu sorgt, dass wir hier diese Haltung einbehalten. So den ganzen Tag, ich übertreibe es mal so, ist jetzt völlig übertrieben, ihr kennt es auch dann, wenn die Hände so zum Beispiel nach vorne rotiert sind, sieht man sehr oft bei vielen Menschen, die sollten eigentlich so sein, wenn der Schulter wieder aufgerichtet ist, zeitlich. Und das führt dazu, dass hier oben das Schulterdach, das ist nach vorne gekippt, das hat eine Schulterdachkippung. Und somit ist natürlich hier oben die komplette Schulterstatik, die ist natürlich durcheinander. Das ist gleich, wenn ich ein Haus nehme und auf die Seite kippe, ist das natürlich nicht besonders günstig. Da würde hier der eine andere Ziegel bzw. einer Stein aus der Mauer ausbrechen. Der Statiker wird sagen, so geht's denn, wir müssen das Ding richtig hinstellen und dann passt es auch, und so ist natürlich auch im Körper. Deswegen ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr natürlich auch die hintere Schultergürtelmuskulatur, die Rotatoren zum Beispiel trainiert, dass ihr hier ein Gleichgewicht bekommt. Und wenn ihr das schon habt, das könnt ihr am Spiegel erkennen, indem ihr die Schultern so nach vorne, der Kopf etwas nach vorne verschoben ist, dann solltet ihr dringend in eurem Plan eben darauf achten, dass die schwachen Muskelgruppen, die gegenüberliegenden Muskelgruppen, die innere Rücken, Schultergürtelmuskulatur, auch unter anderem Trapez im mittleren, unteren Bereich, dass der häufiger trainiert wird und dass der berücksichtigt wird, dass er nicht nur eben den einen Anteil mit trainiert. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ihr diese Schulterproblematik habt, dann ist ihr immer Feierabend mit Krafttraining. Und da kann sein, der ein oder andere wird nie mehr schmerzfrei. Es gibt zwischenzeitlich schon gute Operationsmöglichkeiten, wo das Ganze natürlich hier oben das Schulterdach ein bisschen ausfällt, mehr Platz ist und so weiter. Aber das ist ja eigentlich, das sollte ja nicht passieren. Sondern wir sollten ja präventiv darauf achten, dass wir das nicht im Krafttraining machen bzw. praktizieren. Krafttraining soll ja gesund sein, nicht ungesund. Deswegen achtet bitte darauf, dass ihr hier oben Schulter aufrecht seid, also die Antagonisten gegenüberliegend trainieren, und somit habt ihr eine gesunde Schulterstatik. Das war's schon, Andreas Triembacher zum Thema achte auf deinen Schultergürtel, der ist wichtig und der sorgt dafür, dass du lange schmerzfrei und gesund trainieren kannst bis ins hohe Alter, wenn die Regeln berücksichtigt werden. Das war's, Andreas Triembacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema gesunde Fitness, gesunder Schultergürtel.